Ihnen allen ein herzliches Willkommen auf dem Heidhauser Weihnachtsmarkt 2018, dem 43. Mein erster Dank geht an die Kinder- und Jugendchöre des Pfarrverbandes Heidhausen unter der Leitung von Stefan Ludwig. Und ganz traditionell möchte ich Ihnen zu Anfang ein paar wichtige Leute vorstellen hier auf dem Markt und ein paar wichtige Ehrengäste begrüßen. Mir hat ein Engel geflüstert, dass ich letztes Jahr mit der Begrüßung sehr lang gewesen sei. Deswegen werde ich heuer nicht jeden begrüßen. Kann ich auch gar nicht, weil mein Notizzettel der Witterung zum Opfer gefallen ist. Deswegen bitte ich jetzt schon um Nachsicht, wenn ich irgendjemanden vergessen sollte. Das ist kein böser Wille, das ist einfach nur der Zeit geschuldet und damit Sie schneller zu einem warmen Getränk kommen. Ich stelle Ihnen zunächst meinen Vorstand vor, und zwar habe ich hier meine drei Stellvertreter, Pater Paul, die Tina Träger habe ich gesehen und ist verschwunden. Geht da unterm roten Schirm und dort drüben steht Christian Horn. Und ganz wichtig bei mir im Verein ist unsere Schatzmeisterin, die Annemie Franz von der Glühweinhütte, die auch deswegen etwas Besonderes in unserem Verein ist, weil sie wirklich von Anfang an seit 1976 mit ihrem Betrieb hier auf dem Markt steht. Und last not least, Norbert Lange, unseren Schriftführer. Damit kennen Sie unseren Vorstand und noch wichtiger, Bobo Erhard ist der Mann, der die Kartoffelhütte betreibt. Da steht er mit Vollbart. Und Hermann Breitenberger geht auch ein bisschen hinten, unverkennbar an seinem Südtiroler Idiom. Das sind die beiden Herren, die hier die Marktmeister sind. Also sollte es je ein Problemchen geben oder eine Anregung oder ein Hinweis, dann wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an diese beiden Herren. Die versuchen das abzustellen und im Notfall können Sie auch mich noch erreichen. Dann begrüße ich aus dem Münchner Stadtrat zunächst unseren Ehrengast, Stadtrat Jens Löwer aus dem Wirtschaftsausschuss. Dieser Mann ist mit einigen anderen zuständig für alle Veranstaltungen von der Wiesn über den Christkindlmarkt in der Stadt, die Auer Tulpen und am Ende auch ein Stück weit für unseren Weihnachtsmarkt. Ich begrüße aus dem Stadtrat die Stadträtin Davinet und den Thomas Rand. Ich begrüße aus dem Bezirkstag unsere örtliche Bezirkstagsabgeordnete, Uli Goldstein und unseren langjährigen Bezirksrat, der diesmal nicht mehr angetreten war, Toni Spittelbauer. Dann um die. Genau, die haben wir schon mal. Diese Leute machen Politik für Sie, sind von Ihnen gewählt, wird jeder Einzelne von jedem Einzelnen von Ihnen, ist vollkommen klar. Aber die machen sich viel Arbeit und Mühe, damit es Ihnen allen nach Möglichkeit gut geht. Und nutzen Sie die Gelegenheit, sprechen Sie sie an. Genauso wie die Bezirksausschussmitglieder, die hier auf dem Heidhauser Weihnachtsmarkt sind. Unsere Bezirksausschussvorsitzende Adelheid Dietz-Will habe ich gesehen. Dann von der SPD-Fraktion die Fraktionssprecherin Nina Reitz und den Hans-Peter Mayer. Jetzt geht es schon los, das waren es, glaube ich, im Moment. Dann von der CSU-Fraktion habe ich gesehen den Herbert Liebhardt, die Eva-Maria Zöller. Barbara Schaumberger sollte noch irgendwo sein. Und von der FDP den Christian Werner. Auch denen einen Applaus und wie gesagt, scheuen Sie sich nicht, die anzusprechen. Ich schicke auch voraus, die meisten von denen wollen wahrscheinlich übernächstes Jahr wiedergewählt werden. Ich begrüße außerdem noch Altstadtrat Franz Volkheimer, freut mich ganz besonders. Jetzt habe ich den Micky Häuschen übersehen. Alle Behördenvertreter, die da sind und ganz besonders unseren neuen Polizeichef aus der Au oder aus Au und Heidhausen, den Peter Schiller, der ist seit 1.11. im Dienst
Und ich begrüße ganz besonders, weil es sein letzter Weihnachtsmarkt in offizieller Mission ist, den Shandy von Heidhausen, den Toni Köhler, der demnächst in Pension gehen wird und Heidhausen dann nur noch als Privatmann besuchen wird. Genug der Begrüßung, ich darf Ihnen noch drei neue Stände vorstellen, die wir dieses Jahr haben. Einmal gleich dort drüben, neben der Litfaßsäule, die Essendorfers Genussschmelzerei, die hervorragende Brotaufstriche haben, auch auf den Ulten vertreten sind. Wir haben ein Stück weiter rechts im Innenkreis die Spirituosenbrennerei Wild aus dem Schwarzwald, die ganz feine Sachen haben. Und auf der anderen Seite im Innenkreis gibt es dieses Jahr beim Angelino Wittmann ganz neu feine französische Fischkonserven und er stellt auch Geschenkkörbe für Sie zusammen, wenn Sie möchten. Die meisten anderen Stände sind bekannt und bewährt. Ich kann Ihnen unseren Glühwein, Met und so weiter nur empfehlen und beende hiermit die erste Runde und bitte um Musik. Damit er jeder was sehen kann. Dankeschön. Bei uns ist das gleiche, wir sind ohne Klavier, weil es Klavier nicht mehr geht. Gestern ging es noch, heute geht es nicht mehr. Singen meine Herrschaften a cappella, es wird aber sicher trotzdem schön. Viel, viel Freude. Warte mal, ich schau mich nach hinten. Warte mal, so, jetzt so. Genau. Jetzt fangen wir zum Singen an. Halleluja.